brauchen die zwei Sachen. Wobei das Bauen ja nicht mal so das Thema ist eigentlich, finde ich. Finde ich jetzt. Weiß nicht, wie es euch da geht, weil Bauen gehen die Dinger eigentlich super schnell. Das tut dir wenig weh. Die Dinger haben wir jetzt wieder nicht, hä? Die Magnetic Coils. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir von diesen Dingern nicht mehr so viele haben. Zum Glück bin ich da gerade eben in dem Moment, just in diesem Moment, wenn ich es wieder finde, da war's, bin ich auch an diesem Lager vorbeigelaufen. So. Jetzt können wir ein paar davon herstellen. Das ist gut und vernünftig. Größeren. So. Sollten wir auf jeden Fall erst genug Platz haben. Die Wasserpumpen noch nicht. Ah, warte mal. Das ist dieser, das ist dieses Export-Dings da. Da haben wir aber das hier gar nicht dafür. Den Prozessor produzieren wir nur überhaupt nicht. Construction Drones plus 1. Oh, wie gut. Das ist sehr gut. Warte mal, mir fällt gerade noch was ein. Mir ist tatsächlich hier noch eine Idee gekommen. Und zwar das hier finden wir dem Rückspeichern. Finde ich eigentlich eine verdammt geile Idee. Finde ich eine verdammt geile Idee. Und das möchte ich hier eigentlich auch nochmal umsetzen. Dass wir das jetzt durchleiten. Und wenn es durchkommt, dann packen wir uns das auch hier wieder in so einen flexiblen Storage rein. Ja, so ähnlich wie hier. Ich meine, der ist knüllevoll, ne? Also wir könnten jetzt richtig zurückspeichern. Dass, wenn wir mal die Forschung vergessen, die Forschung nicht im Eimer ist oder nicht kaputt geht. Im Übrigen reicht das hier gerade dicke aus, ne? Wir könnten sogar hier die Forschung von den roten Dingern nochmal deutlich in die Länge ziehen. Auch das wäre noch eine Möglichkeit. Können wir gerne auch machen. Dann bauen wir halt den Cargo hier hin. Ja, habe ich jetzt auch gar keine Bauchschmerzen mit. Und dann sagen wir dem nämlich auch wieder, hier, pass auf, du nimmst das Zeug rein und du gibst das Zeug raus. Dass, wenn da zurückgestaut wird, lagert er halt einfach bis in die Unendlichkeit hier rein. Und dann könnten wir hier theoretisch überlegen, weil hier haben wir auch drei gute dabei. Dann machen wir als Folgendes, dann machen wir den mal weg. Dann hat der jetzt keinen Saft mehr. Ist eigentlich egal. Da brauchen wir erstmal Forschungseinheiten. Bau nochmal bitte drei Stück nach. Dauert jetzt eine gewisse Zeit, ist mir schon klar. Aber könnte sich für uns lohnen. Machen wir erstmal die Dinger hier bitte. Können wir nämlich wieder noch mehr da reinschmeißen. Ne, weil wenn das dann... Ich meine, das wird jetzt rein und raus gegeben. Das ist mir jetzt schon klar, ne? Aber, sobald das Netz mal nicht mehr produziert, in dem Moment können wir hier tatsächlich sehr viel Plus machen. Hier hat einiges gerade keinen Strom. Das ist aber tatsächlich... weiß ich das schon. Ich überlege gerade, wie ich das am blödsten hinweichseln soll. Ich glaube, das wäre hier tatsächlich ganz cool. Dann ist das Stromnetz hier auch ein bisschen anders. Das kann man auch wegreißen. Oder? Nee, das brauchen wir hier, glaube ich. Ja, dann hat das nämlich keinen Saft mehr. Na, geht nicht anders. So, der gibt rein, der gibt raus, ne? Erst wenn der voll wäre, würde er reagieren. Na komm. So. Okay.
Okay, weil jetzt staut sich nämlich endlich mal das zurück, was wir die ganze Zeit wollten. Dafür haben wir ja so die ganze Zeit jetzt in Öl investiert. Damit das so passiert. Wobei, lass uns mal hier... Ich glaube tatsächlich... Ne, die kommen, die schaffen das auf jeden Fall. Okay, alles klar, dann brauchen wir jetzt hier die nächste Stromgeschichte. Genau, dann müssen wir hier nämlich rausgeben. Und der gibt jetzt komplett hier auf das Hauptsystem ab. Jetzt könnte man natürlich überlegen, der würde jetzt nur aus der Fabrik bekommen, das wäre total bescheuert. Das heißt, die zwei hier müssten auch aus dem Netz kriegen. So, dann haben wir es jetzt richtig. Okay. Inventory Capacity. Nochmal eine Line mehr. Oh Gott sei Dank, endlich mehr Kapazität. Das haben wir uns die ganze Zeit schon gewünscht. Okay. Die nächste Stufe ist dann die, wo wir interplanetar werden könnten. Da müssen wir mal gucken, was wir dafür brauchen, aber theoretisch wäre es möglich. So, reicht die Produktion jetzt hier oder können wir dann nochmal um einen aufdröseln? Weil die roten Schaltkreise scheinen deutlich länger zu brauchen. Wir produzieren hier gerade auch mal, wenn es hochkommt, in der ersten Ebene. Maximal allerdings. Ich glaube eher tatsächlich hier nicht. Da fällt es an den Matrix-Dingern. Lass mal noch 3 Stück herstellen, bitte. 3 Stück brauchen wir noch. Dann machen wir hier nochmal 4 hinterher. So. Okay. Erhöhen wir die Produktion hier nochmal, weil wir haben ja hier eine relativ solide Geschichte stehen. Können wir nicht um noch eins... Ah, wir können ja um noch eins hoch, Mensch. Lass produzieren! Sag mal, ist das Netz am Schwanken gerade? Oder was ist mit dem Netz? Stimmt mit ihm nicht? Ja, ist knapp am Limit, ne? Also es kommt ab und zu auch ans Limit ran. Wird Zeit mit diesen Energie... Das forschen wir jetzt gerade, Energie. Dann können wir die Energie auch wieder zurückspeichern, wenn wir das wollen. Da müssen wir jetzt schauen, warum das nicht funktioniert, wie es soll. Boah, das sind schon ganz schön brachiale Dinger, ja? Kriegen die nicht genug von unten angeliefert? Ist das Engpass hier? Ja, das ist Engpass, glaube ich. Okay, dann lass uns mal jetzt die Verdoppelung machen. Gib mal hier mal ein paar neue Sorter rein. Ja. Ja, okay. Können wir die überbauen? Geht das? Wisst ihr das? Zwerg im Rausch! Na, immer. Ach, wir bauen jetzt... Oh, die brauchen aber ganz schön lang. Ich fände das mega cool, wenn du Drohnen-Logistiksystem haben könntest, dass du Sachen anfordern könntest. Vielleicht gibt es das ja und ich weiß es noch nicht. Wäre aber mal interessant. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das machen können. Na, dann müssen wir es erst abreißen. Lass uns das mal abreißen. So, dann bauen wir da jetzt komplett neu auf. Also, das da, das da. So, jetzt genau falsch rum, ne? Ist egal. Wie schaut es jetzt aus? Kriegen die Produktion rein? Also es schaut so aus, als würde es immer noch nicht reichen. Nee, es reicht immer noch nicht. Die können die Produktion nicht auf diese Menge gerade hochbringen, dass es das ganze System bedient. Es sind schon mehr im Netzwerk jetzt. Also man merkt schon, da kommt deutlich mehr an. Aber es schaut nicht so aus, als würde das jetzt gerade voll gut funktionieren.
Es liegt aber am Graphen. Okay. Warte mal kurz. Dann machen wir das, hier unten nochmal anders. Das habe ich ja falsch rum gemacht. So. Schauen wir mal, ob das jetzt besser läuft, weil die Versorgung jetzt einfach schneller geht. Ja. Hier ist nämlich Hydrogene schon fertig. Schauen wir mal. Ja! Wir kriegen es voll ausgelastet. Aber jetzt kommt der Engpass, meine Lieben. Jetzt kommt der Engpass. Jetzt kommen wir mit dem Öl nicht mehr hinterher. Oh no! Jetzt kommen wir mit diesem Ölprodukt, mit dem Hydrogen kommen wir nicht mehr hin. Und auch Graphen macht langsam die Biege. Ja, okay. Aber dafür läuft die Forschung jetzt mal richtig gut. Oh, richtig schön. Okay, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Ich hätte mir dem Graphen tatsächlich nicht gedacht, dass das zum Engpass führt. Na denn? Auf ein neues. Erweitern, ausbauen, expandieren. Genauso wollen wir das. Gib schön raus. Ja. Irgendwas ist immer. Andrea, genau das ist das Ding. Irgendwas geht immer nicht. Aber das ist völlig egal. Das ist, muss, genau, immer mehr. Wie sagt es gerade? Es muss halt einfach immer mehr laufen. Und das ist mega cool. Das motiviert einfach so unfassbar. So, pass auf. Jetzt haben wir hier echt mal ein bisschen hübsch. So, jetzt könnte man hier theoretisch auch noch erweitern. Hier theoretisch noch mehr Strom drauf packen. Wobei, jetzt geht's gerade. Ah, jetzt kommt der jetzt kommt die Kohle ans Limit. Jetzt kommt die Kohle gerade ans Limit. So. Jetzt könnten wir das hier draufpacken, einfach so. Machen wir auch. Mit den neuen Baudrohnen bin ich auch happy, ne? Vielleicht, warte mal, vielleicht bauen wir hier einen Splitter rein. Wäre vielleicht gar nicht so ungeschickt. Und dann erhöhen wir die Bandgeschwindigkeit am Anfang. Das können wir aber noch nicht. Da fehlt es uns noch. Okay. Aber hier müssen wir die Bandgeschwindigkeit hochnehmen. Das hier... Ja, da brauchen wir diese Magnetendinger und die haben wir schon wieder nur 93. Jetzt wird's spannend. Was ist denn das für ein Teil, was uns da gerade fehlt? Ich habe Hydrogen aufgenommen, okay. Lieber Strom haben als brauchen. Ja, natürlich. Ah, Batterie. Schön. Was kostet so eine Batterie? Hier, Akkumulator. Da brauchen wir jetzt die Dinger dafür. Crystal Silicon. Also die können wir noch gar nicht bauen. Super Magnetic Ring. Okay. Eskalier halt. Dafür brauchen wir die elektromagnetische Turbine.
Haben wir die überhaupt schon? Glaube ich, haben wir nicht, ne? Die ist noch nicht da. Wobei es kommt scheinbar jetzt gerade wieder so ein bisschen in Ordnung. Aber wenn ich jetzt auf dem Netz nochmal auf der anderen Seite jetzt hier nochmal eine Reihe reinbauen würde, um da nochmal mehr zu produzieren, dann wird es schon wieder nicht mehr funktionieren. Schauen wir mal, wie schaut es da hinten aus. Da ist jetzt der erste Turm komplett am Laufen. Und beim zweiten... Oh Gott, wir haben es noch nicht mal zur Hälfte am Laufen. Das ist tatsächlich nicht mal ein Hydrogenproblem, sondern ein reines Graphenproblem. Nur am hintersten... nur am hintersten haben wir dann alles Mangel. Bis dahin kommt es scheinbar noch, aber dafür reicht es dann einfach vom Druck her nicht aus. Zwerger schafft ein Wurmloch. Aber das ist doch der Wunschtraum. Ja, okay. Also das dauert halt einfach aufgrund dessen noch ein bisschen länger. Die ziehen zwar rein, wie sie können, aber das Problem ist halt, es kommt nicht so krass viel an. Schon mehr jetzt, aber halt immer noch zu wenig. Das Graphen kommt bis hinten durch tatsächlich. Hat der hier oben das? Ja, hat das. Und der hier oben hat nichts mehr. Okay, alles klar. Was hast du für Tipps, wenn ich Anfänger bin? Ganz langsam anfangen. Bau so in der Geschwindigkeit, wie du Bock hast. Ich bin jetzt auch noch nicht weit. Ja, wir sind gerade auch erst relativ am Anfang. Aber du kannst im Prinzip bei solchen Spielen nie was falsch machen. Irgendwas geht immer. Irgendwas funktioniert immer. Aber wenn man langsam an das Spiel rangeht, dann ist am besten, glaube ich. Einfach um zu verstehen, wie die Sachen funktionieren. Aber da absolut recht, genau. Einfach auch nicht davor zurückscheuen, mal alles abzureißen, ist mit Sicherheit einer der besten Tipps überhaupt. Das gehört zu solchen Spielen dazu. Das hat mir ein Factorio am Anfang auch immer mega Kopfzerbrechen bereitet. Wie kriegen wir das hin, dass wir dann doch nicht abreißen müssen, ja? Und am Schluss ist es einfach das Beste. Das schaut gut aus hier. Das schaut sehr gut aus. Landen. Können wir hier mal an Stromnetz gehen. Das ist ja eh jetzt... Wenn ich rangehe, ist es halt echt zu viel. Dann ist es too much. Ja! Mecha Sail. Arrow Key Space. Haben wir genug Saft dabei, ja? You have received the ability to sail. Double click the space key to lift off to enter the flight mode. And keep pressing the forward direction and space keys in the flight mode. And you will enter the sailing mode when you reach a certain altitude. In sailing mode, you can control the mecha, go to different planets or planetary systems by following the arrows in the space navigation. Hold down the shift key to accelerate, back arrow key to slow down. You can also use the QR keys to hold down the right mouse button, dragging to sideward flight. Ich bin ja sowas von mega gehypt gerade. Wir sind im Orbit. Da ist unsere Fabrik. Das ist ja mega cool. Ich traue mich noch nicht so weit weg, weil mein Strom halt tatsächlich immer mal wieder ausgeht. Oder zu wenig wird, sagen wir es mal so. Ausgeht tut er ja nicht, er wird nur wenig. Ja. Gefällt mir. Nein, eine Zwergschnuppe. Ja, genau. Hat genügend Treibstoff. Marcel, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber immer ein bisschen. So. Ich gucke jetzt gerade mal, wo haben wir noch Zeug dabei?
Oil, ja, das wäre Oil wäre halt auch cool mitzunehmen. Aber lass uns mal hier Treibstoff mitnehmen. So. Sollte man ein bisschen Kohle dabei haben, um auf fremde Welten zu gehen. Ich habe meinen Planeten verloren. Da ist er. Cassiopeia. Okay, also das Traveln hier ist eine super Herausforderung, finde ich. Ich bleib mal stehen. Ich bin jetzt ein Zwergmond. Entschuldigung. Refined Oil als Fuel mitnehmen kannst. Ich wusste noch nicht, wie es genau geht, außer vom Band nehmen. Band nehmen ist doof. Lost in Space! Das ist ja cool. Okay. Was ist mit dem Schnubbi-Radar da? Ach, guck mal, hier sind wir. Okay, alles klar. Wir wollen zum Einser. Nee, wir wollen zum Zweier. Lass uns zum Schnubbi-Radar 2 fliegen. Wo ist der Zweier? Da hinten. Kommen wir da hin? Fly away. Okay, wir laden sogar noch auf in der Zeit. Da ist der Schnubbi-Radar 2. An dem anderen fliegen wir einfach vorbei. Garys, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Ein Zwergstern. Ah. Verlangum moin. Boah, da sind wir voll ganz schön unterwegs, Freunde. Da sind wir voll noch ganz schön unterwegs hier. Kann ich noch mehr Gas geben? Wow, okay, alles klar, das ist ganz schön arg schlimm viel. Wenn ich hier Gas drücke, dann sind wir richtig am Beschleunigen. Aber da erhöhen wir... Uff, ja, ja, ist ja gut jetzt. Ja, ja, so. Ich bin so ein Idiot, warum haben wir denn Ja gedrückt? Mit S-Bremsen. Ja, unbedingt. Ah, so, jetzt reicht's. Talvarus, dankeschön für deinen Raid. Herzlich willkommen. So. Oh, wir haben keinen Sprit mehr. Wir sind energielos. Energielos. So. Und gleich boom. Ah. Kein Saft mehr da ist. Ja, ja. Das wird schon. Einsmetzger, grüß dich. Was, du hörst dich irgendwie stumpf an? Hey, das ist mal nicht so. Was meinst du mit stumpf? Also ich höre mich doch eigentlich immer so an, oder? So, wir bremsen jetzt mal ein bisschen. Okay, also das braucht auf jeden Fall auch Energie ohne Ende. So. Uff, 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 ich kann nicht mehr. Ich komm nicht mehr vorbei. Oh no. Ja, bleib hier. Hier will ich bleiben. Da will ich sein. Einsmetzger, drück mal 5. Manchmal hilft das.
Warum komme ich da nicht hin? Ah, da komme ich hin. Super. So, so wollte ich das. Uff, ich dachte, jetzt war es das gewesen, ey. Uiuiui, okay, wo sind wir denn hier gelandet? Iron Veins? Stone Veins? Das ist aber ein ganz schön kahles Ei, du. So, schon ein ganz schön kahles Ei. Jetzt eigentlich gehofft, dass da irgendwie was mega geiles ist. 20, 23 Copper Veins, okay. Kohle, Stein. Kohle, okay. Lass mal ganz kurz was gucken. Wind Energy Ratio, okay, alles klar. Lass uns mal bitte bei der Kohle. Lass uns mal irgendwo zum nächsten Kohleflöz reisen. Flight Mode reicht mir. Hier rüber. Genau, hier gehen wir hin. Wo bleibt der Wurm? So, hier bleiben wir hin. Das ist schon ein komisches Gerät hier. Und dann bauen wir uns hier jetzt eine kleine Produktionsstätte auf. Ja, für, so, warte mal kurz. So, machen wir das mal so. So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir hier mal ganz kurz. Wir versuchen wenigstens Energie zu erzeugen. So. Machen wir hier so ein kleines Energiegrid rein. Und dann packen wir hier Strom ran. Weil dann produzieren wir wenigstens hier Saft und können wieder im Zweifel zurückreisen, wenn alle Stricke reisen. So. Das ganze Ding machen wir natürlich jetzt auch so, wie wir es gerade schon gemacht haben. Kann ich das jetzt eigentlich so bauen? Warte mal kurz. Das ist eine Idee, die habe ich noch gar nicht... Oh, warte mal. Oh, oh, oh. Machen wir mal hier ein paar. So. So. Nee, das kriegen wir nicht hin. Okay, alles klar. Das wollte ich jetzt nur mal testen, ob das geht. Aber das macht ja auch nichts. So, machen wir das mal so. Dann haben wir hier ein bisschen... Schaut das gleich noch was aus. So. Okay, cool. Ja, Metzger, wenn du der Einzige bist, bei dem sich das schwierig anhört, dann muss es wohl vielleicht an dir liegen. Ne? Weil ansonsten, das hat noch keiner jetzt irgendwie gesagt gehabt. Vielleicht liegt es an deiner Soundanlage, dass da irgendwas nicht stimmt. Muss mal schauen. Okay. Gut. Nächster Stern heißt Alrakis. Nein. Also, welch Zufall ist dies? Sound ist einwandfrei, sagt Taurus. Dankeschön, das ist wunderbar. Drei Eingänge beim Lager. Drei Eingänge beim Lager, meinst du? Okay. Ja gut, das soll ja gar nicht so, das soll, braucht ja nicht mit Druck rein. Das muss ja gar nicht sein. Das soll ruhig, das passt schon, wenn das so ist. So, pass auf. Wir machen jetzt, wir müssen erstmal die Forschung wieder weiterbringen. Solar Sail Orb, was ist das? Use EM Rail Injector to launch a large number of solar sails from the Dyson Swarm. Okay. High Speed Assembling Process, das wäre interessant. Ui, Mini Fusion Power Generation. Okay. Da müssen wir aber richtig viel dran arbeiten, um das hinzubekommen, Freunde. Uff, das war viel. Das war richtig Arbeit. X-Ray Cracking, Hydro... Da, die Hydrogen-Fuel-Rods können wir auch mal probieren.
Da, genau das Ding braucht man. Das haben wir auch noch gebraucht. Lass uns das mal machen. Und in Upgrade investieren wir auch noch ein bisschen. Und zwar den Mecha Core können wir nicht upgraden. Verdammt. Mache erstmal den Dyson Swarm des Energie. Okay. Machen wir auch noch. Energy Circuit machen wir auch noch. Drone Engine machen wir auch noch. Jetzt haben wir erstmal die Upgrades drin, dann läuft das. Das Ding läuft hier von allein. 1 Minute 26, so wie das aktuell aussieht, ist okay. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo ist denn der Dyson Swarm? Übersehe ich da gerade was? Ich schaue gerade, aber... Okay. Marcel, was meinst du? Welchen? Welchen genau? Oder welche Forschung? Wie heißt die dann? Oder heißt die Dyson Swarm? Ich hätte jetzt aus dem Bauchgefühl gesagt, dass wir diese Fuel Rods, Hydrogen Fuel Rods, als nächstes machen, weil die einfach spritzen. Ach gut, das Solar Sail ist das. Ah, okay, alles klar. Das hier. Ja, dann machen wir das. Dann hauen wir das noch mit rein. Und die Highspeed Assembling-Geschichte mache ich auch noch. Da haben wir jetzt erstmal eine ordentliche Arbeit vor uns. Das passt ganz gut.